Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die Freitag-Nachtausgabe, wie immer eine freie Themen-Nachtausgabe. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an. Unter der bekannten und üblichen Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Es geht los mit Shirin. Shirin, ist das richtig ausgesprochen? Hallo? Hallo? Ja, Shirin, ist das richtig? Das ist richtig. 22 Jahre alt. Ja. Ja. Weswegen hast du angerufen? Und zwar, da gibt es ein Problem. Das habe ich und eine Freundin. Ja. Wir sind süchtig nach, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber das ist eigentlich ganz schlimm und es wird immer schlimmer, nach Klauen. Ihr seid süchtig nach Klauen? Ja. Was heißt das genau? Ihr geht in Kaufhäuser und Läden und klaut dort oder was? Oder bei Privatpersonen? Wir treffen uns in der Stadt. Ja. Gehen zusammen, wir haben einen 6 Stunden, also wir haben 6 Stunden Zeit und dann gehen die in Trunks in die Läden rein und sehen wirklich nur jeder die Klamotten, die man selber haben möchte, nimmt mit, guckt auch nicht unbedingt auf den Preis und am Ende geht's uns richtig gut, wenn wir die geklaute Sache haben. Und es wird immer schlimmer, es fing an mit einem kleinen Slip, es ist mittlerweile, wir müssen nur in die Tankstelle gehen und, sag ich mal, den Sprit bezahlen, dann auch wenn wir nur Kaugummis mitnehmen, irgendwas müssen wir halt mitnehmen. Schön bescheuert, ne, eigentlich. Ja, das ist auch ganz schlimm. Ja, finde ich auch. Wie lange läuft das schon so? Ja, ein Jahr oder 2 Jahre oder 3 Monate oder wie? Ja, sagen wir mal 1 Jahr fast. Ungefähr 1 Jahr. Und seid ihr schon mal erwischt worden? Ich ja. Mhm. Und mit welchen Konsequenzen? Ja, eine Geldbuße. Was hattest du geklaut? 2 Hosen. 2 Hosen. Ein Hut. Ein Hut. Und ein Oberteil. Im Wert uns insgesamt alles zusammen von, weißt du gar nicht. 200 Euro. So, und wie hoch war denn die Strafe? Das kommt noch, er meinte 150 Euro. Ah ja, Und hast, war das in einem Kaufhaus oder wo war das? Das war in einem Kaufhaus, aber das Problem ist, wir wollen das gar nicht mehr. Ja, dann tut es doch einfach nicht mehr. Das geht nicht. Ach. Ganz, das ist Shirin, weißt du, was wie eine Sucht. Wie eine Sucht. Da war gerade eine Störung in der Leitung. Weißt du, was das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass du und ihr letztendlich uns alle schädigt damit. Du schädigst nicht das Kaufhaus oder H&M oder weiß ich wo ihr klaut oder C&A. Ihr schädigt alle Leute, die jetzt zuhören und die einkaufen gehen. Weil die Kaufhäuser schlagen das, was geklaut wird, natürlich irgendwann wieder auf ihre Preise drauf. Und die Produkte werden teurer. Und da kannst du mir nicht erzählen, ich bin süchtig danach zu klauen, glaube ich nicht. Da kann man einfach gegen angehen und man befiehlt sich einfach, das nicht mehr zu tun. Was für ein Unfug. Ja, wir haben das ja schon ein paar Mal versucht. Ja, dann versuch's nochmal. Und dann geht einfach nicht mehr einkaufen. Dann geht nicht mehr in die Stadt. Aha, jetzt ist es sauer. So geht das. Erst klauen und dann auflegen, wenn der Kopf gewaschen wird. So sind sie, die Kleptomaninnen. Tommy, 43 Jahre alt, hallo. Hallo, Domian. Ja, ich grüße dich, hey. Dein Thema. Ein bisschen erkältet oder beziehungsweise ganz doll erkältet. Ich kann dich aber gut verstehen. Ja, das ist wunderbar. Ja, das ist das Wichtigste. Gut. Alles klärchen. Ich wollte nur das Thema haben, ich arbeite jetzt, so seit kurz, 19, 16 Stunden, in einen Eurojob. Das heißt also, ich arbeite nur 5 Stunden, aber ich habe mir die restliche Zeit überlegt, ob ich dich anrufen soll oder nicht. Jetzt habe ich kein Wort verstanden. Was arbeitest du seit wie vielen Stunden? Also ganz nochmal, ganz langsam. Ich habe heute einen 1-Euro-Job angenommen. Ja, ja. Und? Und ich war jetzt die ganze Zeit an überlegen, ob ich dich anrufe und dir das erzähle. Ja, das ist ja nun passiert. Das war mein erster Tag heute. Ich arbeite in einem Altersheim. Mhm.
und wollte... Wie war der Tag? Wie war der Tag dann heute? Cool. Cool? Aha, wie lange bist du denn schon arbeitslos gewesen vorher? Sehr lange, Domian. Was heißt denn sehr lange? Domian, so lange, dass du dann sofort wieder das Telefon auflegen würdest. Ich habe gerade das Telefon, ich habe das Telefon nicht aufgelegt, das hat die Anrufer gemacht. Nein, Domian, es ist sehr lange. Ja, wie lange? Ich gehöre zu den Langzeitarbeitslosen. Ja, ist doch nicht schlimm, sag doch, 10 Jahre oder was? Ja, so ungefähr. Ungefähr. Mhm. So, und jetzt kam diese Sache mit dem 1-Euro-Job, worüber sich ja viele auch aufgeregt haben, aber du findest es gut und machst es. Ja, ich war natürlich auch ziemlich skeptisch. Und ja. Jetzt, letzte Woche hatte unser Arbeitsamt eine Woche sagen wir mal jetzt so einen Schnuppertag, wo du dann eben zum Arbeitsamt hingehen konntest und dich informieren konntest, wo einige Stände dann eben da gewesen sind, die sagen, ja, vielleicht taugst du ja zu das, vielleicht taugst du ja zu das. Und bei dir ist es nicht so, dass du sagst, ich bin mir eigentlich zu schade für 1 Euro. Du sagst, ich entscheide mich dafür, ich mache das jetzt. Ja, es war eigentlich dann genau das Gleiche, was du eben gesagt hast. Natürlich ist irgendjemand dann zu schade, dann für 1 Euro zu arbeiten. Aber man müsste dann, wenn man dann in ein Altersheim arbeitet und dann, so wie ich, den Gedanken habe, ja, nu, irgendwann wärst du ja auch mal so alt. Ja. Und irgendwann hast du auch mal vielleicht junge Leute, die dich um dich kümmern müssen. Ja. Es war schon die Resonanz von den älteren Leuten. Also war das heute ein guter Tag? Heute war so der Schnuppertag quasi, der erste Tag, erste 1-Euro-Tag. Ja. Mehrere Stunden gearbeitet und du sagst jetzt heute Abend, so im Nachhinein, ist eine gute Entscheidung, ich mach das weiter. Ist es so? Ja. Ja, die Resonanz war auf jeden Fall ganz toll von den älteren Leuten. Also das baut einen dann ja schon auch auf und das ist auch ein Erfolgserlebnis. Ich denke mir schon. Also es waren jetzt nun 4 Leute mit mir. Ja. Und 4 Leute haben auch gesagt, nein, das mache ich nicht. Mhm. Weil du ja. Was hast du denn gemacht heute? Ja, die Einrohrjobler haben ja dann im Prinzip nichts damit zu tun, mit Spritzen, mit irgendwas, was medizinisch ist. Ja, sag doch mal, was du gemacht hast. Naja, ich ging mit ihnen spazieren. Ja. Ich habe ihnen vorgelesen. Ja. Sie haben mir Zeitung hingelegt, die ich lesen Musstest du auch irgendwas einen alten Menschen waschen oder füttern helfen Nein, oder so? Ist das nicht? Nein, da sind wir überhaupt nicht für zuständig. Ach so, also einfach so für die Freizeitgestaltung und dass jemand da ist. Richtig. Und ja, ist so eine tolle Sache, finde ich auch. Genauso wie du dir das vorstellst, also wirklich jetzt nur für die Freizeitgestaltung, also wirklich dann nur für Zeitungslesen, man liest was vor. Verstehe. Wie war denn das für dich, wenn du jetzt so lange arbeitslos warst? Über 10 Jahre hast du gesagt. War das jetzt ein komisches Gefühl, heute wieder dann so quasi zur Arbeit gehen zu wollen, zu müssen? Nee, es war eigentlich eine Erleichterung. Mhm. Wie viele Stunden ist das jetzt geplant pro Tag? Wie viele Stunden solltest du arbeiten, wenn es jetzt weitergeht? Ja, also mehr wie 5 Stunden dürfen wir nicht arbeiten. Ja, ist doch cool. Also, ist doch okay. Und wenn es dann auch noch Spaß macht und man hat sogar noch das Gefühl, dass es was Sinnvolles ist und dass es wirklich was Sinnvolles, ist doch alles im grünen Bereich. Ja, besonders eben, weil natürlich voll in Panik, ich leide ja nun auch unter Panikattacken. Ja. Und das nicht erst seit gestern und diese ganzen, Jan, sei mir jetzt nicht böse, aber diese ganzen Diplompsychologen, die haben mir letztes Jahr dann eben in Hochsauerland auch nicht gerade das gegeben, was ich wollte. Also ich bin normalerweise eigentlich wieder nach Hause gekommen. Ja, also kann dann wirklich so eine Arbeit kann dann vielleicht auch so deine eigene seelische Situation stabilisieren, ne? Ja, die Leute da im Altersheim zeigen dir das auch. So, natürlich sind sie am Anfang etwas skeptisch. Ja. Also ich finde es gut, dass du es machst. Ich finde auch, dass man diese 1 Euro Jobs annehmen sollte. Und vor allen Dingen, wenn man das dann in einem Bereich so macht, der auch noch so sinnvoll ist. Ich wünsche dir, dass du es weitermachst und dass es durchhältst und dass du einfach auch gute Erfahrungen sammelst dort. Ja, nur Domian, es gibt natürlich ein Problem, musste ich nur noch ganz kurz dazu sagen, weil ich bin mit 4 Leuten angefangen. 4 Leute haben dann eben abgesagt. Ja. Und ich so am Anfang eigentlich so ganz hilflos
da stand, ja, vor den Leuten jetzt, und was, ja, ich machen sollte, ne? Und die Leute mich also wirklich, die älteren Leute wirklich gesagt haben, also du schaffst das schon. Mhm. Ja, das wirst du auch schaffen. Weil eben das Ding ist, dass es eben ab 2005 die Leute das eben machen müssen. Ja. Und die Leute mir heute in Altersheim auch glasklar gesagt haben, allemang, dass sie das nicht gerne haben möchten, dass die Leute, gerade die in Altersheimen, die mit Leuten zu tun haben, mhm, bitte doch nicht vom Arbeitsamt gezwungen werden. Mhm. Gut, also die Situation bei dir ist ja so, dass du es freiwillig machst, und das ist eine gute Grundlage, und ich wünsche dir alles Gute dafür und wirklich auch gute Entwicklung so für dein eigenes Leben dadurch. Alles Liebe, Tommy. Domian, ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, meine Telefonnummer, und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Morgen ist Promi-Besuch bei Domian angesagt. Morgen ist bei mir Jasmina Filali. Ihr könnt anrufen und euch mit der Jasmina unterhalten, wenn ihr das gerne möchtet. Um 23.45 Uhr ist diese schöne Frau bei mir zu Gast hier im WDR Fernsehen. Sie ist der Star aus der Fernsehserie Die Rote Meile und derzeitige Lebensgefährtin von Thomas Helmert. Wenn ihr also gerne mitmachen wollt morgen, anrufen wollt, euch unterhalten wollt mit der Jasmina Filali, dann könnt ihr heute schon mailen unter domian@wdr.de oder halt morgen dann auch anrufen. Wir sind eine Stunde bevor die Sendung losgeht, sind wir schon da und die Leitungen sind geschaltet. Jasmina Filali. So, hier ist Regina und Regina ist 63 Jahre alt. Hallo Regina. Hallihallo. Hi. So, hi. Über was unterhalten wir uns? Worüber? Ja. Über den Appell, den du gestern losgelassen hast. Und zwar, ich bin ein Star, ich will hier raus. Ja, ich habe mich wirklich gewundert, dass wir die ganze Woche doch gar nicht drüber gesprochen haben. Ja, und ich muss einfach mal mit neutralen Menschen sprechen, weil ich alleine bin. Und mit meinen Söhnen kann ich darüber nicht reden, denn der eine guckt das nicht, ja, und der andere guckt das nur sporadisch. Regina, der versteht mich nicht. Ich höre gerade, dass wir noch jemanden dazugeschaltet haben. Wunderbar. Wir können uns jetzt zu dritt unterhalten. Da ist nämlich auch noch eine Anna. Hallo Anna. Hallo, ich bin Anne. Grüß Anne, Anne. Genau. Anne, hallo. Wie alt bist du? Ich bin 24. 24. Genau. Oh, das ist ja toll. Dann haben wir alles schön gemixt hier. Ja, wunderbar. Vom Alter her. Die Regina guckt die Sendung? Jeden Tag. Jeden Tag. Ich auch jeden Tag, von Anfang bis jetzt. Und die Anne guckt die Sendung auch jeden Tag? Genau, jeden Tag. Warum? Oh. Was fasziniert euch da so dran? Und was mich daran so fasziniert, ja, das ist einfach diese unterschiedlichen Charaktere, mhm, erstens mal. Und dann, ich meine jetzt diese Promis, die man ja vom Fernsehen her sowieso kennt, wie benehmen die sich, wenn sie in so einer Extremsituation sind? Wer ist die Person, die euch am meisten, was ist das für eine Frage? Ich merke schon, während ich die Frage formuliere. Na, ich frage es trotzdem. Die Person, die euch am meisten provoziert? Provoziert mich, aber ich habe eine Person, die ich besonders toll finde, und das ist Desiree Nick. Ich auch! Und ich finde einfach, dass sie von den Medien und so einfach ungerecht bewertet wird, weil ja, es stimmt einfach nicht, dass ja, sie eine Lügnerin ist, sondern sie sagt einfach nur das, was sie denkt, und das finde ich total okay, und so ein Typ bin ich halt auch. Wobei, und sie kriegt ja knüppeldick, ne? Also ich finde es wirklich eine Frechheit, weil sie ist ja eigentlich das, also sie ist total das, was eigentlich immer alle wollen, dass man die Wahrheit sagt und dass man ehrlich ist, und das macht sie ja auch. Ja. Und ich finde es einfach ungerecht, dass es heißt, ja, sie ist irgendwie die rhetorische Kalaschnikow, und das stimmt ja einfach gar nicht. Also, es ging ja noch schlimmer. Willi Herren sagt ja, du bist das Böse in Person. Ja, ich meine, über Willi Herren müssen wir gar nicht sprechen, ne? Weil sowas so von, du meinst, unterste Schiene, dazu fällt mir nicht mehr viel ein, ne? Wer war denn eurer Auffassung nach bisher von den Kandidaten der Unehrlichste? Carsten Spengemann. Ah, siehst du das auch so, Regina? Regina, sag mal. Der Unehrlichste, ja. Also der dich am meisten so provoziert hat, weil du denkst... Der mich am meisten provoziert hat, alle. Alle? Wenn es danach geht, alle. Die kannst du alle eine Pfeife rohren. Das sind doch keine eine Männer. Pfeife rufen, wa? Das sind doch keine Männer. Und genauso, worüber ich mich am meisten provoziert, fühle ich mich von dieser Isabel. Ich bin so enttäuscht von der Isabel. Ich auch. Warum? Das ist Wahnsinn, ja. Warum?
Warum? Weil die Isabelle ist 41, die hat ein ganz herrliches Lachen. Mhm. Und es macht richtig Freude, die, ihr zuzugucken, wenn die lacht. Ja. Aber ich bin so enttäuscht, dass die sich so windet wie die Fahne im Wind. Das bin ich auch. Allerdings. Ja. Ah, ja. Die beiden Damen sind sich einig. Und meint eigentlich hot und lügt die ganze Zeit, ja, und bezichtigt dann diese, sie würde lügen. Und das stimmt einfach und gar nicht. Und was mich am meisten darüber, worüber ich mich am meisten ärgere und auch worüber ich mich aufrege, ist, dass keiner in der Lage ist, die Desi Renick wirklich zu erkennen. Das ist die einzige, mit der man Pferde stehlen kann. Das ist, ich bin ganz baff, dass ihr das so seht. Ich dachte, ihr würdet jetzt auch auf die Nick eindreschen und sagen, das ist die absolute Zicke, die Zicke der Nation. Nein, das ist überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Ich meine, du predigst doch immer jeden Tag in deiner Sendung, sei ehrlich, sag, was du denkst. Ja. Und das macht sie halt sie einfach macht auch. Das, und ich meine, tut mir leid für Dolly Buster, es fällt mir auch nicht mehr viel ein. Ich meine, wenn der Kopf größer ist als die wir verstehen Huchen, schon, ja. Dann fällt mir auch nicht mehr viel zu ein. Und sie hat sich da halt gebärdet wie so ein jungfräuliches Mädchen. Ja. Und wollte, dass niemand dazu guckt, wenn sie duscht oder baden geht oder keine Ahnung, und kleistert sich hinterher aufs Neue voll. Und ich weiß nicht, es ist also einfach nur ein peinlicher Auftritt gewesen. Also wünscht ihr beiden, dass diese Renick die Königin wird? Ja. 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 Definitiv. Dabei wird einfach verdient hat. Ja, wisst ihr, was mir wirklich auch auffällt, eine von euch hat das gerade ja auch gesagt, dass die Frauen viel stärker sind. Ja. Und die Männer sind so Weicheier. Und sie lämmen. Das heißt, die Frauen viel stärker, Domian. Ich sehe das nicht so. Gut, okay. Die stark sind, das ist die Isabelle Varell und die Desi. Na gut, die beiden. Ja, du hast aber recht. Die Hedi, die Jolli und die Lacka, die ganze Zeit. Schrecklich. Ja, du hast recht. Aber was mich auf der anderen Seite, wenn man es vielleicht so ausdrückt, wirklich, also fast schon empört, was für Jammerlappen das sind, die Männer. Ja, ich meine, die Männer alle vergessen. Ja, aber da ist auch keine. Da war ja Harry, der hat doch nur gepennt. Ja. Der hat doch nur gepennt. Da war ja Daniel Kübelberg noch mutiger. Ja, allerdings. Und das haben sogar die Moderatoren festgestellt. Da war ich so enttäuscht von dem Jimmy. Ich habe dem Jimmy ein bisschen mehr zugetraut. Ich auch. Aber als der diese Dschungelprüfung machen sollte und hat sich da ihr Sinn... Ach, naja, der ja am Fernseherin gesprungen. Und die Szene als Willi Herren... den einen Käfig öffnen, unter dem Käfig stand, ja, wo die Federn drin lagen. Lächerlich. Wenn er auf der einen Seite sagt, ja, ich will für meinen Sohn das Zepter mitnehmen und ich habe ihm das versprochen, ja, und sich dann da so in die Hose pisst wegen Federn und so ein bisschen Aalschleim, dann fällt mir das also wirklich nicht mehr so viel zu ein. Hör mal, was haltet ihr denn überhaupt von diesen Menschen, die so etwas in sich, in eine solche Situation begeben, also diese sogenannten Stars. Was denkt ihr? Ich finde das ja nicht, ja gut, okay, dass die diese Idee hatten, da reinzugehen und eine Herausforderung, finde ich ja nicht mal schlecht. Ja. Bloß wenn ich weiß vorher, was mich erwartet, da sie die erste Staffel ja gesehen haben, wissen sie ja auch, was sie erwartet. Ja. Und von daher sage ich mir von vornherein, wenn ich das mache, dann rede ich das auch konsequent durch. Ja. So siehst du es auch, Anne? Ja, also ich weiß nicht, also für mich wäre das nichts, und das sind ja auch alles Fett-Promis. Ja. Also ich meine, Hedi Numes Gomez kennt ja eigentlich sonst niemand. Gar keiner. Außer vielleicht Boris Becker, vielleicht ein bisschen intim oder so. Ja. Aber ich fand es einfach ein bisschen lächerlich. Es hat ja schon auch ein bisschen was Ärmliches und Jämmerliches, dass die Leute das nötig haben. Ich meine, für PR macht man alles, oder, Damien? Ja, aber das ist doch schlimm. Eigentlich dürfte man es ja nicht machen. Also ich hätte den Carsten Spengemann hätte ich es nicht zugetraut, der Desi Renick hätte ich es eigentlich auch nicht zugetraut, der Isabelle hätte ich es auch nicht zugetraut. Ja. Also, und wobei die anderen, naja, gut, okay, der Willi, der Fabrice und der Harry, das ist, ja. Ich würde gerne mit euch noch über die beiden Moderatoren sprechen. Ah, oh, die sind so super und total witzig. Die finde ich toll. Über Dirk und Sonja. Ja, total böse, witzig. Also ich muss ja sagen, dass ich es in dieser Staffel viel besser finde als in der letzten Staffel. Ja. Und ich finde die Moderation grandios. Die haben wirklich was von Harald Schmidt schon. So dieses Böse auch, also sie wollen ja immer irgendwie und ziehen ja die ganzen Stars oder Z-Promis da durch den Kakao. Ja. Und das finde ich eigentlich total witzig. Und ich mag die beiden sowieso eigentlich ziemlich gerne. Das Einzige, was mich halt an diesem Format stört, ist halt dieses mit den Tieren, dass halt immer irgendwie Tiere damit involviert sein müssen und auf deren Kosten sozusagen das ganze Spiel ist. Aber sonst ist es eigentlich ein ziemlich gutes Format, finde ich. So, wie lange läuft es jetzt noch? Na, morgen noch. Also morgen ist zu Ende dann. Morgen ist dann die große Entscheidung. Genau. Da sind wir aber alle gespannt, ne? Ja, allerdings. Aber hallo.
So, ihr beiden Mädels, danke, ja, dass ihr angerufen habt. Das war nett, ja, nett mit euch. Die Sendung ist wirklich toll, Domian, das wollte ich nochmal sagen. Dankeschön. Wir gucken jeden Tag, Marco Landberg und ich. Aha. Den möchte ich jetzt auch nochmal gerne grüßen, wenn das geht. Ich grüße ihn auch. Und ich wollte fragen, ob wir beide noch zwei Autogramme haben könnten. Ja, dann legt ihr auf und wir rufen nochmal an wegen der Anschrift. Ja, danke schön. So machen wir das. Tschüss. Alles Gute, beide, ihr beiden. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist die Telefonnummer, die heiße Nummer hier zu uns, so in die Sendung, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Jetzt möchte gerne offensichtlich mit mir sprechen, denn er hat sich hier eingewählt. Jörg. Jörg ist 46 Jahre alt. Hallo Jörg. Ja, schönen guten Abend. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Dein Thema, Jörg. Ja, mein Thema ist eigentlich meine Freundin. Mhm. Und ich bin komplett ratlos. Ich weiß überhaupt nicht, was da läuft. Mhm. Wir sind 2 Jahre zusammen. Mhm. Und ich habe eigentlich bis vor 14 Tagen gedacht, wir sind glücklich zusammen. Mhm. Es gab immer mal so kleine Probleme, dass sie nicht mit mir reden wollte. Ja. Wenn ein Problem war, dass ich gesagt habe, Schatz, red doch mit mir. Und das zog sich über 4-5 Tage hinweg. Naja, sie hat nicht mit mir geredet. Und dann, wenn, dann nur so bruchstückhaft. Mhm. So, nun hat sie ihr Sohn vor 14 Tagen abgeholt, beziehungsweise er wollte uns besuchen. Mhm. Sie ist runtergegangen zu ihm, um es ein bisschen zu raffen jetzt. Wie alt ist der Sohn? Der Sohn ist 21. Ja. So, und wir verstehen uns nicht so gut. Mhm. Und deswegen wollte er wohl auch nicht hochkommen. Und dann war sie unten und kam wieder hoch und sagt zu mir, du Schatz, hast du was dagegen, wenn ich für ein paar Tage mit ihm runterfahre? Also sie wohnen in Hessen. Mhm. Mhm. Ich sage natürlich, selbstverständlich nicht. Mhm. Ich sage, wenn er nicht hochkommen will, ich kann ihn nicht zwingen. Mhm. Ja, dann hat sie ihren Koffer gepackt, hat sich von mir eigentlich ganz normal verabschiedet, ich liebe dich und ich freue mich, wenn ich wieder da bin und alles. Ja. Gut, und 2 Tage später bekomme ich einen Anruf und dann sagt sie zu mir, also sie war völlig verweint, ich sage, was hast du denn? Ja, ja, sagt sie, ich bin in der psychiatrischen Anstalt. Ach. In dem Moment habe ich gedacht, irgendwas zieht mir so die Beine weg. Ja. Ich sage, um Gottes Willen, sage ich, was ist denn passiert? Mhm. Ich weiß es nicht, sagt sie. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir wohnen hier oben an der Ostsee, muss ich dazu sagen. Mhm. Sagt sie, aber ich komme nicht wieder. Und ich komme nicht wieder, sagt sie. Ich komme nicht wieder. Ich werde diese Worte nicht vergessen. Ich komme nicht. Moment, da sind jetzt zwei gravierende Informationen. Ich bin in einer psychiatrischen Klinik. Richtig. Da stellt sich erstmal die Frage, warum, was ist geschehen? Eben. Und die zweite Frage, warum sagt sie so einen endgültigen Entschluss, ich komme nicht wieder? Genau. Also ich habe gefragt, jetzt erklär mir mal ganz ruhig, was los ist. Ja. Also ich hatte sie nochmal zurückgerufen übers Handy. Mhm. Ich sage, ich muss eine Sekunde Auszeit haben. Ja. War denn eigentlich wirklich geplant, dass sie einfach mit ihrem Sohn nach Hessen fährt? Oder war schon geplant, dass sie in eine psychiatrische Klinik fährt? Nein, das war nicht geplant. Das war so, also das habe ich im Nachhinein erfahren. Ja. Sie ist wohl bei ihren Kindern gewesen. Und ihre Tochter, also sie hat 3 Kinder, mhm, und ihre Tochter ist 16 und die hat gesagt, ach Mama, ich finde das so toll, endlich kann ich wieder mit jemandem reden. Mhm. Und dann fing sie an zu zittern und ist weiß geworden und ist dann ja wohl eingeliefert worden. Also sie ist wahrscheinlich total zusammengebrochen. Ja, weißt du bis heute, was für ein Krankheitsbild vorliegt, was los ja, ist? Ja, mittlerweile weiß ich es. Nämlich? Es sind schwerste Depressionen. Mhm. Und ich bin... Glaubst du mir oder glaubst du mir nicht? Ich bin 2 Jahre mit ihr zusammen, ich habe es nicht gemerkt. Und ihr wohnt zusammen, ne? Ja, natürlich. Mhm. Und es fing halt so mit... Lass mich noch mal fragen, hast du nach diesem Telefonat, habt ihr dann noch mal oder noch mehr... Ja, natürlich. Ja. Wieso sagt sie denn, dass sie nie wiederkommen wird? Ich weiß es doch nicht. Das kann sie auch nicht erklären. Nee, das kann sie nicht erklären, entschuldige bitte. Mhm. Nee, das kann sie nicht. Und ich verstehe es nicht. Und ich habe mit ihr telefoniert, heute Nachmittag noch. Mhm. Ich sage, mein Gott, ich weiß doch mittlerweile, dass du krank bist. Aber das hat doch noch erstmal, ich sage, werd doch erstmal gesund. Mhm. Ich sage, du brauchst doch keine Angst haben, ich suche mir doch nicht von heute auf morgen eine andere Frau. Mhm. Weil wenn ich jemanden liebe, dann liebe ich ihn, auch wenn es ihm schlecht geht. Was sagt sie denn dazu, wenn du fragst, warum willst du nicht wiederkommen? Ja, ich kriege immer ein und dieselbe Antwort. Nämlich? Ich kann nicht klar denken. Ja. Ich kann nicht klar denken. Also ich darf sie auch nicht nach 8 anrufen, weil mhm, dann steht sie dermaßen unter Medikamenten, mhm, dass ich manchmal den Eindruck habe, sie ist volltrunken. Aber so könnt ihr jeden Tag, wenn du das möchtest, wenn sie das möchte, könnt ihr telefonieren. Das ist also, durchaus möglich. Sie möchte nicht jeden Tag. Ja. Aber sie freut sich, wenn ich 1-2 Mal die Woche anrufe. Ja. Dann ist sie ja völlig aus ihrem Leben herausgerissen. Ist sie berufstätig zum Beispiel? Nein, sie war zu Hause. Ja. Mhm. Sie war zu Hause.
Hast du mit den Kindern, die offensichtlich erwachsen sind von ihr, auch schon darüber gesprochen, was da passiert ist? Nein, also die lehnen das komplett ab, mit mir darüber zu reden. Das heißt, das ist wirklich, wie du es gerade schon gesagt hast, kein gutes Verhältnis. Nein, ja. Aber das habe ich herbeigeführt. Warum? Ich habe mal ganz bösen Mist erzählt. Sagen wir es mal ganz ehrlich, ich habe gelogen, dass ich die Balken gebogen habe. Ah ja, das heißt, da ist das Vertrauen kaputt und genau. Der Ruf ruiniert. Ich habe mich zwar auch entschuldigt, aber ich kann es ihnen nicht verdenken. Mhm. Die Tochter, mit der komme ich eigentlich noch ganz gut aus, aber wie gesagt, die ist jetzt 16. Mhm. Und dann kann sie das auch noch nicht so ganz genau einschätzen, was da los ist. Und ja, genau. Lass uns nochmal zurückgehen in die Zeit, während ihr zusammen wart. Ja. 2 Jahre dauert die Beziehung, ihr habt zusammen gelebt, zusammen gewohnt und du hast keinerlei Anzeichen gemerkt, dass irgendwas also mit ihm... Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Mhm. Ich bilde mir eigentlich ein, dass ich in einer Beziehung auch auf Kleinigkeiten achte. Mhm. Nur das einzige, das ein Anzeichen jetzt im Nachhinein, weiß ich, sie kann nicht reden. Mhm. Das hat man mir also auch gesagt. Hast du denn, wenn du schon nichts Negatives bemerkt hast, hast du denn sogar das Gefühl gehabt, sie ist glücklich und wir sind glücklich? Ja. Das sogar das? Zu jeder Zeit. Mhm. Zu jeder Zeit. Sie hat ernsthafteste Probleme gehabt, also wirklich jetzt zu kommen und sagen, ich liebe dich. Mhm. Weil das ist das Problem bei ihr. Das weiß ich aber auch erst jetzt. Ja. Weil ein bisschen Information hat sie natürlich von den Ärzten schon gekriegt. Ja. Also ist das Ganze jetzt wirklich ein Ultraschock, ne? Es ist so, als wenn man mir also wirklich die Beine weggezogen hat. Ich bin völlig ratlos. Ich sitze hier und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Mhm. Weil ich habe gar keine Möglichkeit dazu. Nein, ich glaube auch, dass du eigentlich gar nichts im Moment tun kannst, als dich klug und freundlich, sage ich mal, zurückzuhalten. Bis sie sich findet, bis da irgendetwas wieder in eine Bahn kommt und sie daraus, aus dieser neuen Grundlage heraus, eine Entscheidung trifft, was ihr weiteres Leben anbelangt. Das nehme ich auch an. Die Situation ist wirklich beklemmend für dich, weil du nichts tun kannst. Eben, das ist es ja gerade. Ich habe das Einzige, um ihr natürlich jetzt aus meiner Sicht auch ein bisschen die Hand zu reichen und zu sagen, du bist nicht alleine, egal was da kommt. Ja. Habe ich auch gesagt, also du kannst dich auf mich verlassen. Ich würde niemals, bis das hier nicht geklärt ist, und das müssen wir halt machen, wenn du gesund bist, werde ich mir sicherlich keine andere Partnerin suchen. Ja, das halte ich auch für selbstverständlich, dass das so ist und dass du es dann aber auch nochmal sagst. Wichtig finde ich aber auch, dass du, wenn du mit ihr telefonierst, dass du keinerlei Druck auf sie ausübst. Um Gottes Willen. Sie auch nicht irgendwie in die Ecke treibst und sagst, warum hast du denn nichts gesagt? Und auch wenn du es gut meinst. Das Beste ist, sei freundlich, lass sie in Ruhe und sie muss sich finden und sie muss irgendwann für sich eine Entscheidung fällen, was los ist. Ja. Und wie es weitergehen soll. Und da musst du einfach jetzt tapfer durchstehen und einfach sogar noch froh sein, dass die telefonische Kommunikation möglich ist und dass sie funktioniert. Und dass sie es auch will. Und dass sie es will, genau. Sie könnte jetzt auch sagen, ich will mit dem gar nichts mehr zu tun haben. Richtig. Aber wir haben also gesagt, bis sie gesund ist, werden wir das mal alles im Zustand der Passivität halten. Ja. Und aber diese Gegensätze, die machen mich fertig. Weil wenn ich zu ihr sage, hallo mein Schatz, dann sagt sie zu mir, hallo mein Schatz, schön, dass du anrufst. Aber ich traue mich auch nicht weiterzugehen jetzt, davon abgesehen. Nein, ich glaube, du musst jetzt einfach auf die Zähne beißen und da musst du jetzt durch, um das zu halten, was zu halten möglich ist, um nicht noch mehr kaputt zu machen. Das auf jeden Fall. Ja, weil sie ist empfindlich, sie ist ja krank, sie ist seelisch erkrankt. Und das ist das Problem. Ja. Natürlich würde ich mir an deiner Stelle auch 1000 Gedanken machen, Mensch, was war da los, warum habe ich nichts gesehen und wo waren die Anzeichen, genau. Das ist ja auch alles in Ordnung, aber das Wichtigste ist, glaube ich, ist auch in die Zukunft zu gucken, dir ist sehr viel gelegen an der Frau, du liebst die Frau. Selbstverständlich. Fasse sie jetzt mit Samthandschuhen am Telefon an. Also das werde ich auf jeden Fall. Und lass ihr Zeit, lass euch Zeit und dann hoffen wir gemeinsam, dass sie sich wieder so, dass sie wieder so eine Mitte findet, dass sie auch wieder einen Neuanfang in eurer Beziehung sehen kann. Das hoffe ich, dass das passiert. Ja, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Möchtest du denn, vielleicht tut dir das auch gut, noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Ach, das wäre vielleicht ganz gut. Ja, dann machen wir das so. Dann legst du bitte auf, Jörg, und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an. Ich danke dir herzlich. Alles Gute und alles Liebe. Dankeschön. Tschüss.
1.29 Uhr und 19 Sekunden und das ist eine schöne Zeit für Lynn. Und Lynn ist 23. Hallo Domian. Ja, hallo Lynn. Schön, dass du da bist. Ja, ich rufe wegen meiner Freundin an. Ja. Ihre Tochter ist 5 Jahre alt und von meiner Freundin der Mann ist Afrikaner und sie soll beschnitten werden. Meine Freundin, die möchte das nicht. Also die Tochter soll beschnitten werden? Ja. Mhm. Habe ich doch gesagt, oder? Ja, ja, ich stelle es nochmal klar. Mhm. Und ist dann mit der Tochter zu ihren Eltern abgehauen. Und wie gesagt, die möchte es eben nicht. Ja. Und dann kam die Tochter aber im Kindergarten, wie zuvor, und dann hat ihr Mann, also der Vater von der Kleinen, sie wieder mit nach Hause genommen. Mhm. Und er meinte dann zu seiner Frau, also meine Freundin, wenn sie nicht wieder zurückkommt, dann... Ja, dann ist irgendwas, so genau weiß ich das nicht. Aber ja, also mit nach Hause genommen heißt hier in Deutschland mit nach Hause genommen. Ja. Ja. Und auf jeden Fall hatte sie dann Angst, dass er dann mit dem Kind nach Afrika geht. Darauf und dann kam ich hinaus. Sie wieder. Mhm. Und ja, jetzt wollte ich mal hören, weil irgendwie helfen möchte ich auch schon gerne, aber ich weiß nicht wie. Mhm. Jetzt habe ich so, also ich wollte mal fragen, ob du da nicht irgendwie ein bisschen Erfahrung bei hast, weil du machst ja auch ähnliche Themen, also machst ja eigentlich mehrere Sachen. Wie ist denn das Verhältnis eigentlich zwischen deiner Freundin und ihrem Partner? Eigentlich so ganz gut, nur bei diesem Thema, da streiten sie sich schon etwas länger. Das finde ich ein so schlimmes Thema, dass ich eigentlich als Frau, wenn ein Mann von mir das verlangen würde, dass die gemeinsame Tochter beschnitten werden soll, so entsetzt wäre, dass es einen ganz grundsätzlichen Streit gäbe. Wie kann der Typ das verlangen? Das ist ja eine ganz, ganz schlimme Sache, was den Frauen und den Mädchen da angetan wird. Er meint, das hat irgendwas mit seiner Religion und Kultur zu tun. Ja, aber irgendwann ist auch Schluss mit der Toleranz, ne? Wenn elementare Menschenrechte beschädigt werden und verletzt werden. Und das ist ja in diesem Fall so. Die Beschneidung von Frauen ist ja eines der ganz großen Unrechte, die es gegeben hat und die es leider immer noch gibt. Ja, von meiner Freundin, die Eltern haben schon mit ihm geredet. Meine Freundin redet die ganze Zeit auf ihn ein. Ich habe schon mit ihm geredet. Mhm. Selbst mein Freund hat schon mit ihm geredet und es hilft alles nichts. Mhm. Und jetzt wollte ich mal gucken, ob du irgendwie was weißt. Da ist natürlich jetzt guter Rat ausgesprochen kompliziert, weil das müssen die natürlich in der Familie da regeln. Er würde das in seiner Heimat machen lassen wollen, ne? Wahrscheinlich. Weil ja. Hier ist das ja verboten, hier darf das ja auch keiner machen, es sei denn, es wird illegal gemacht. Genau. Da müsste deine Freundin, finde ich, die Konsequenz ziehen, wenn er das so penetrant und massiv will, dass sie ihm die Kinder entzieht, dass sie sich auch von diesem Mann entzieht. Ich finde, so etwas ist schon auch ein durchaus ein Trennungsgrund, wenn ein Mann auf so etwas besteht. Ja, aber sie war auch schon eine Woche mit dem Kind im Frauenhaus. Mhm. Aber irgendwie, sie liebt ihn zu sehr und... Aber das heißt ja auch schon ganz viel. Wenn sie das gemacht hat, wenn sie schon eine Woche im Frauenhaus war, das ist ja schon ein gravierender Einschnitt in einer Beziehung. Das deutet ja darauf hin, dass sie vielleicht mit anderen Dingen auch nicht so zufrieden ist, oder? Nein, es war eigentlich nur zum Schutz wegen dem Kind. Zum Schutz wegen der Kinder. Mhm. Ja. Mhm. Nein, sie hat nur ein Kind. Wegen des Kindes, ja. Mhm. Mhm. Ja, aber sie liebt ihn auch sehr und sie dachte, dann könnte sie vielleicht nochmal in Ruhe mit ihm darüber reden, aber es ja, aber irgendwann muss man entscheiden, wen liebt man jetzt mehr? Liebt man das Kind mehr und beschützt das Kind oder ist man dem Mann untertan? Ja, das verstehe ich auch. Und in diesem Fall, finde ich, müsste man immer für das Kind entscheiden und sich für das Kind entscheiden. Ja. So, was man in diesem Fall genau machen kann, das ist natürlich eine komplizierte Situation. Das würde ich gerne dir vorschlagen, dass wir das im Hintergrund besprechen. Mhm. Es gibt da schon so einige Organisationen, die da Hilfe leisten können und Ansprechpartner und so weiter. Das werden wir dir jetzt sagen und du kannst es weitergeben an deine Freundin in der Hoffnung, dass sich die ganze Sache zu einer guten Richtung entwickelt. Ja? Ja. Das heißt, und eine Frage habe ich noch. Mhm. Ich wollte mich, ich hatte neulich eine Sendung von dir gesehen, mhm. da hat eine Laura angerufen, wegen mit der Tochter Fiona. Ja. Ich wollte wissen, ob du da was von gehört hättest. Kann ich im Moment nicht sagen. Nicht sagen. Tut mir leid. Ich fand diese Geschichte ziemlich traurig. Können wir aber auch nochmal nachforschen und dich, wenn du interessiert bist, informieren.
Okay, danke schön. So, dann legst du es auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, Freunde und Freundinnen, nochmal einen Hinweis auf morgen. Morgen Promi-Besuch bei Domian. Jasmina Filali ist bei mir. Schauspielerin, sehr schöne Frau, sehr schöne Schauspielerin. Zum Beispiel Star in der Sat.1-Serie Die Rote Meile. Morgen um 23.45 Uhr hier im WDR Fernsehen. Und ihr könnt anrufen, wie immer, bei der Samstagssendung. Ihr könnt mitmachen, ihr könnt euch mit meinem Promi-Gast unterhalten. Ihn alles Mögliche und Unmögliche fragen. Wenn ihr das gerne machen möchtet, wenn ihr die Jasmina fragen wollt, dann ruft jetzt schon an oder ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de. domian@wdr.de. Hauke ist da und Hauke ist 23 Jahre alt. Hallo Hauke. Hallo. Ja. Du machst mal bitte den Fernseher und das Radio ganz leise. Ja, ich bin gerade dabei. Ja. Okay. Dein Thema. Ja, wir hatten schon mal die Ehre. Hatten wir? Ja, und zwar vor einem Jahr. Aha. Anfang Dezember. Und zwar war das gerade zu dem Zeitpunkt, als wir rauskamen, dass Harald Schmidt seine Sendung im Sat.1 beendet. Ich kann mich erinnern. Ja. Du bist Harald Schmidt-Fan, ne? Genau. Genau, ja. Ja. Umso mehr musst du dich freuen, dass er jetzt wiederkommt wahrscheinlich. Genau, das ist der Punkt. Deswegen rufe ich auch an. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du hast scheinbar auch schon davon erfahren. Mhm. Ja, und ich bin eigentlich recht froh zu hören, dass du damals schon mit deiner Prognose recht hattest. Dass er wiederkommt, ich habe das gesagt, ne? Ja, 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 ja. Ja, er ist ein Vollblut-Entertainer, ein Vollblut-Fernsehmensch. Dass die Kreativpause nicht länger als ein Jahr dauern würde, das habe ich mir wirklich gedacht damals. Mhm. Ja, ich war ja ein bisschen skeptisch, weil es war ja zumindest offiziell so, dass er gesagt hat, dass er freiwillig geht. Ja. Aber man hat ja schon gemunkelt, dass es halt nicht ganz so sei. Ja, also was da genau die Hintergründe waren, wird man vielleicht nie so ganz genau erfahren. Aber man weiß ja jetzt schon so relativ grob, dass er, ich habe es auch nur aus der Presse entnommen, ich weiß es auch aus Insiderkreisen nicht, aber dass er hier zur ARD kommt, zu uns. Ja, genau. Dass der Westdeutsche Rundfunk das ausstrahlt. Aha. Wie gesagt, ich weiß es, was ich jetzt sage, weiß ich auch nur aus der Presse. Ja, ja. Dass Helmut Zerlett wieder dabei ist. Genau. Und Manuel Antrag. Manuel, genau. Ja. Und dass es keine Gäste gibt in der Show. Richtig. Ja. Das finde ich auch eigentlich ziemlich gut. Ja, dass es dieses Stand-up gibt und einen Wochenrückblick und weiß ich was er immer sonst so gemacht hat. Mhm. Genau. Ja. Und gerade bei der Harald Schmidt-Show war ja auch der Teil mit den Gästen, ich sag mal so, vielleicht der umstrittenste in seiner Anhängerschaft, weil ich glaube, das hat viele, dass es bei den Gästen immer sehr darauf ankam, wer da gerade zu Gast war. Ja. Wobei, soweit ich informiert bin, sind die Quoten immer recht gut gewesen, auch wenn die Gäste da waren. Aber ja, schon, aber ich glaube, das ging auch halt gegen Ende der Sendung, wird es dann auch weniger, oder? Ich weiß es nicht genau. Meinst du denn, ich habe neulich einen Kommentar in einer Zeitschrift gelesen, wo der Schreiber ein bisschen skeptisch war, ob man so quasi so ein Ding genauso wieder aufwärmen kann. Es ist ein bisschen anders jetzt, aber es ist dann ja aufgewärmt. Meinst du, es wird gelingen, dass er wieder sein Publikum findet? Oder wird es dann doch irgendwie einfach nur ein Aufguss sein? Also wenn es nur ein Aufguss sein würde, dann würde ich mich ehrlich gesagt sehr freuen. Denn ich glaube, wenn man da irgendwas verändern würde an der Harald-Schmidt-Show, eine Veränderung der Harald-Schmidt-Show würde irgendwie eine Verschlechterung sein. Und insofern, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da was anders machen kann, was dann im Ergebnis besser wäre. Ich glaube auch, wenn er sich treu bleibt, und da habe ich überhaupt gar keine Zweifel, dass er das, dass er so sein wird, wird das funktionieren. Wird er seine Anhängerschaft haben. Nie ein Riesenpublikum, das hatte er ja ohnehin nicht. Mhm. Aber ein mittelgroßes und sehr stabiles Publikum. Was mich sowieso wunderte bei ihm, dass er überhaupt, weil er macht ja recht, ich sag mal, niveauvollen, aber auch nicht immer ganz politisch korrekten Humor. Und das wunderte mich sowieso, dass das bei einem Privatsender gerade dann noch so gut ankommen kann, ne? Ja. Die ja dann wirklich mal auf die Quote gucken. Ja. Und ja, er war halt auch ein großer Imagefaktor für Sat.1. Ja, selbst wenn die Quote manchmal nicht doll war, aber er war halt das Aushängeschild für Sat.1 und das Gesicht. Ja. Und das wird sicher bei uns genauso sein, auch wenn die Quoten manchmal nicht so doll sind. Aber er ist ja immer Gesprächsthema gewesen. Ja, ne? Ja. Ja, genau. Ja, er war jetzt auch auf Tour gewesen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Das habe ich mitbekommen. Ich habe das aber nicht gesehen. Hast du es gesehen, Marc? Ja, ich habe, ganz glücklich war das. Ich habe am letzten, also es war übrigens bei uns hier in Bielefeld. Ja. Der Auftritt war in 2 Tagen irgendwie ausverkauft. Uh-huh. Und ich habe dann noch ganz in letzter Sekunde noch eine Karte gekriegt und es war richtig geil, wie erwartet.
War es auch mit, war Andrak dabei? Ja, genau. Also es war so, der hat, ich sag mal so, die erste Stunde ungefähr, hat er alleine sein Zeugs gelabert, so wie man das auch anfangs immer aus der Holzschmidt-Show kannte. Ja. Und dann kam halt der andere noch dazu. Ja. Und dann gab es noch einen Überraschungsgast, das war dann Kaya Jana. Ah ja. Ja. Also, wir verfolgen das weiter. Noch gibt es ja ganz endgültige Bestätigung gibt es ja noch nicht. Ja, aber ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass er vor Weihnachten noch auf dem Sender sein wird. Ja, das wollen wir hoffen. Mittwoch und Donnerstag nach den Tagesthemen. Genau, zwar jeweils nur eine halbe Stunde, aber ich meine, genau. Das ist immer besser als nichts. Also wir Harald Schmidt-Fans freuen uns drauf und sind hochgespannt, wie es sein wird. Genau. Und eine Bitte habe ich noch. Bitte? Eine Bitte hätte ich noch. Und zwar entgegen deiner Tradition in deiner Sendung würde ich noch jemanden grüßen. Na gut, von mir aus, raus damit. Und zwar möchte ich einmal meine ganz süße Alex grüßen. Die süße Alex? Die ganz süße? Ja. Wie lange bist du mit der ganz süßen denn schon zusammen? Das kann man nicht so ganz genau sagen, aber also ungefähr. Ich sag mal, es ist noch ziemlich frisch. Ganz frisch? Ach, super frisch noch? Ja. Sagen wir ein paar Wochen? Ja, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger und es ist ein bisschen schwer zu beziffern, seit wann wir jetzt offiziell zusammen sind, aber... Ja, dann sind die Süßen besonders süß, ne? Wenn man so ganz frisch ist. Na gut, dann grüßen wir sie mal herzlich. Okay. Und wir unterhalten uns irgendwann nochmal und plaudern darüber, wie er mit der neuen Show gestartet ist und wie wir die finden, okay? Liebend gern. Übrigens, dann grüß auch nochmal Oliver Pocher von mir. Ja, der kommt auch zu mir bald. Den finde ich auch sehr cool. Ja. Hauke, danke. Okay, alles Gute, tschüss. Jo, ciao. Ju. Janine ist bei mir. Janine ist 20 Jahre alt. Hallo Janine. Hallo Domian. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Ich habe ein Riesenproblem. Ich habe einen Mann kennengelernt, der 10 Jahre älter ist als ich. Und ich habe ein Verhältnis mit ihm, obwohl er verlobt ist. Was? Du hast ein Verhältnis mit ihm und seiner Verlobten? Nein, obwohl er verlobt ist. Obwohl er verlobt ist? Ja. Da war ein Störer in der Leitung bei mir. Macht nichts. 10 Jahre älter? Naja gut, das ist ja noch nicht so sehr viel. Aber schlimm ist natürlich, dass er verlobt ist. Ja, das ist das große Problem da dran. Wie lange läuft denn das Verhältnis schon? Ja, 2-3 Monate. Ja. Ja, und wir waren jetzt halt auch zusammen im Urlaub gewesen. Aha, wie lange? Ja, 3 Tage nur, ja. Aber und was hat er seiner Verlobten erzählt? Geschäftsreise. Ja, er müsste mal ein bisschen Abstand haben. Ach so. Er hat gesagt, er müsste Abstand haben. Ja, sie haben schon etwas Streit, nur irgendwie läuft das immer wieder dann auf Versöhnung heraus und er weiß auch nicht selber, was er möchte. Hat er während dieser Zeit, während dieser 3 Tage, als ihr in Urlaub wart, hat er da telefoniert per Mobiltelefon mit ihr? Ja, im Auto einmal hat er mit ihr telefoniert. In deiner Anwesenheit? Ja. Ja, das war seltsam für dich, oder? Ja, war so, schon unangenehm. Ja, wie stellt er sich denn jetzt zu der Situation? Er ist verlobt und hat jetzt eine neue Beziehung mit dir angefangen. Was will er denn? Ja, das weiß er halt selber nicht so genau, was er genau möchte. Was sagt er denn, was er für Gefühle zu dir hat? Er sagt schon, er hat Gefühle für mich, nur er kann halt die Gefühle zu seiner Freundin oder Ex-Freundin oder Verlobten, was sie auch immer für ihn sein mag, nicht bestimmt definieren. Aber du sagst gerade Ex-Freundin, aber Ex-Freundin ist das nicht. Ja, es ist so in der Mitte. Mal sind sie dann wieder am Tag auseinander und dann vertragen sie sich wieder. Ja. Sind die denn schon lange zusammen? Ja, 3 Jahre bald. Naja, so lange ist das ja auch. Ja, nicht. Aber. Ne? Also auf jeden Fall kriselt es bei denen. Ja. Auf jeden Fall kriselt es. Ja. Wie fühlst du dich in dieser Situation nicht so als. Ja, nicht so toll, weil ich weiß ja auch nicht, was er genau möchte. Ja, was möchtest du denn genau? Ja, ich möchte natürlich mit ihm zusammen sein, weil ich habe mich nach einer Zeit auch leicht verliebt in ihn. Er möchte jetzt gleich auch vorbeikommen und ich weiß jetzt nicht, was ich genau tun soll. Ja. Ja, das sind immer so Situationen, wenn jemand noch einen Partner hat und man kommt dazu. Da muss man immer, finde ich, genau klar versuchen abzuchecken, bin ich jetzt nur so ein Zusatz. Beiwerk, so ein Schmankerl für den, oder ist er wirklich dabei, sich in mich zu verlieben und hat das eine reale Chance? Ich habe ja schon Geschichten gehört, wo Leute über Jahre das 5. Rad am Wagen waren und nie zum Zuge und zu Potte kommen und wahnsinnig unglücklich waren. Du bist ja jetzt in der komfortablen Situation. Das ist noch alles sehr frisch, ne? 2 Monate erst. Ja. Das heißt, da kann sich ja einiges noch entwickeln und auch noch klarstellen.
Ich finde nur, an deiner Stelle solltest du das nicht zu lange mitmachen, weil du wirst... Das habe ich ihm auch schon gesagt. Ja, du wirst unglücklich dabei. Er muss irgendwann für sich eine Entscheidung treffen. Und wenn er beide Frauen gleichzeitig haben will, dann würde ich das an deiner Stelle nicht mitmachen. Nee, das sowieso. Ich habe ihm ja auch gesagt, er muss sich mittlerweile, also langsam, soweit es geht, auch in irgendeine Richtung orientieren. Ja. Nur er weiß halt noch nicht, was er jetzt machen soll. Ja, gut, aber er muss halt in sich hineingucken und überlegen, wen liebe ich denn nun mehr? Und mit wem möchte ich eigentlich leben? Und dann muss er halt auch die Härte sich selbst gegenüber haben und eine Entscheidung treffen und sich vielleicht dann von einer der Frauen verabschieden. Ja, ich möchte ihn aber auch nicht unter Druck setzen. Nee, das ist genau der Punkt immer bei in solchen Konstellationen. Natürlich sollte man den anderen nicht zu sehr unter Druck setzen, aber in irgendeiner Form schon. Indem man ihm klar macht, pass mal auf hier, ich bin nicht endlos dein Spielball. Du musst eine Entscheidung treffen. Und wenn man das so klar sagt, setzt man den anderen schon in gewisser Weise unter Druck. Ja. Das finde ich auch okay. Ich würde es an deiner Stelle jetzt auch nicht zu massiv im Moment machen, aber ihm schon klar, damit er kapiert, das kann er sich nicht auf eine längere Zeitdauer leisten, sich da so unklar zu verhalten. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Wir waren jetzt vor 2-3 Wochen, waren wir in Paris gewesen, hat er mich kurzfristig eingeladen. Ja. Ich weiß ja nicht, irgendwie. Weißt du, ich würde es an deiner Stelle wirklich davon, da gibt es theoretisch gar keine Zeitvorgabe, wie lange man sowas aushalten soll. Mach es davon abhängig, wie du dich fühlst. Wenn du jetzt auch nach 2-3 Monaten, ich sag mal schon, oder auch in Anführungszeichen schon das Gefühl hast, ich kann das nicht mehr, dann sag es ihm. Dann sag es ihm. Und dann setzt du ihn natürlich unter Druck, aber egal, dann ist es halt so. Ja, ist ja dann die Wahrheit. Das ist dann die Wahrheit. Und dann muss er eine Konsequenz draus ziehen. Manchmal kommen gewisse Sachen auch erst in Bewegung, in dem etwas Druck entsteht. Also wenn dein Herz sich jetzt, wenn das so in dir sich entwickelt hat, dass du sagst, ich bin ganz unglücklich und es geht so nicht weiter, dann sag es ihm. Soll ich das dann jetzt gleich schon tun, wenn er vorbeikommt? Ja, wenn dir ist nicht gut zumute im Moment, ne? Nee, nicht unbedingt, sonst hätte ich auch nicht angerufen. Also es bedrückt mich schon. Ja, das merke ich auch. Dann sag ihm das genau jetzt, wenn er vorbeikommt. Warum sollst du es runterschlucken? Und warum sollst du es zur Seite schieben und dann schiebst du es noch 3 Tage zur Seite und dann ist es nächste Woche noch schlimmer? Dann sag es jetzt gleich, ja, finde ich schon. Ja. Ist schwer, ne? Ja, das ist insofern schwer, weil man natürlich auch Angst hat, den anderen zu verlieren. Ne? Ja. Ja, aber das ist das Spiel. Das ist das Risiko dabei auch. Ja, das hätte ich schon am Anfang überlegen müssen eigentlich. Ja, schon. Aber das ist natürlich auch schwierig, am Anfang gleich zu sagen, nee, ich lasse mich da gar nicht drauf ein, solange du verlobt bist. Ja, kann man natürlich auch machen. Aber wenn man jemanden nett findet und so, dann kann ich das schon verstehen, wenn man da erstmal auch ein bisschen rangeht an denjenigen. Ja, nee, no way. Okay. Ich glaube, er steht vor der Tür. Oh ja, dann wollen wir nicht länger plaudern. Legen wir mal auf. Ich wünsche alles Gute und zieh dein Ding durch. Ja, werde ich tun. Alles Liebe. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Spannend. Jetzt begrüße ich herzlich Andrea. Und Andrea ist 37 Jahre alt. Hallo, Andrea. Ja, hallo, Domian. Hi. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist eigentlich, erstmal bin ich ein bisschen erschrocken, dass ich hier überhaupt durchkomme. Und so schnell dran bist, ne? Ja, genau. Ich habe öfter schon mal probiert, aber es hat nicht funktioniert. Mhm. Also du bist echt heiß begehrt. Nee, mein Thema ist eigentlich, dass ich habe seit einem halben Jahr einen Freund. Mhm. Ich bin 37, er ist 50. Mhm. Und ich bin alleinerziehende Mutter von einer 8-jährigen Tochter. Ja. Und er kommt mit meiner Tochter überhaupt nicht klar. Er hat überhaupt nichts, wie er so sagt, selber mit Kindern nichts zu tun. Er hat selbst auch keine Kinder gehabt Nein, bisher? Nein, noch nie. Mhm. Er war zwar mal verheiratet, hat aber keine eigenen Kinder und hat auch nie sonst was mit Kindern zu tun gehabt. Und wenn er bei mir ist, also er versucht natürlich immer nur irgendwelche Treffen zu machen, wenn meine Kleine nicht da ist, sprich sie ist bei der Oma. Mhm. Wenn sie dann mal da ist, dann, und meine Kleine ist ein bisschen auf Männer fixiert, weil
muss ich so sagen, weil ich eben keinen festen Freund habe, sie kein Papa hat, dann... Fixiert heißt, dass sie sich interessiert und sich halt auch dann mit ihm unterhalten hat und auf ihn zugegangen ist. Ja, ja, klar. Ja. Sie geht ganz, ganz offen auf Menschen zu und dann umarmt sie und ey, hallo, und du bist jetzt mal wieder da. Und dann umarmt sie ihn und dann setzt sie sich bei ihnen auf den Schoß. Und sie weiß auch, dass er dein Freund ist. Das hast du ihr erklärt. Genau. Und da ist sie auch nicht eifersüchtig und hat damit kein Problem. Schon ein bisschen eifersüchtig ist sie schon, aber sie versucht sich dann natürlich in dem Moment dann im Mittelpunkt zu stellen, indem sie dann natürlich dann so die Regie führt, so jetzt bin ich dran, jetzt setze ich mich auf den Schoß und jetzt bin ich da, anwesend. Und er weist sie also komplett ab. Also wie verhält er sich denn dann, wenn die Kleine sich bei ihm auf den Schoß setzt? Was macht er denn dann? Er wehrt sie ab. Ein Kind, ich will kein Kind in meiner Nähe, oder? Ja, nicht ganz so, aber er wehrt sie ab. Und wenn sie ein Küsschen auf die Wange drückt, dann sagt sie, also sie umarmt ihn ganz herzhaft. Mhm. Und er sagt dann nur, oh, Heißwasser und Jod, wie bei den Peanuts, so. Wo das ja der Hund immer dann so sagt, wenn jemand dann ein Küsschen drauf drängt. Und meine Tochter ist dann ein bisschen immer sehr irritiert. Und dann distanziert sie sich ein bisschen von ihm. Mich würde das als Elternteil, als Mutter in deinem Fall, das würde mich richtig provozieren. Würde mich auch ein Stück von dem Mann wegbringen. Ist das bei dir so? Ja, ist es auch so. Weil die Kleine ist ein Teil deines Lebens und ein Teil von dir. Und wenn man dich lieb hat, dann muss man auch dein Kind lieb haben. Genau, und das ist aber nicht eigentlich das Schlimmste eigentlich so, dass ich das erlebe, sondern eigentlich nur, wo ich mich dann auch distanziere, sondern es kommt ja dann so weit, dass ich merke, dass nur noch Verabredungen ablaufen ohne meine Tochter. Dass er möchte, ist seine Tochter bei deiner Mutter untergebracht. Oder das nächste Thema ist dann, wenn er dann hier übernachtet, dass er sicherstellen will, dass sie dann schon im Bett ist und schläft. Und das ganz Schlimmste für mich ist eigentlich, was mehrmals passiert ist, wenn er hier übernachtet hat und sie dann morgens aufwacht, jetzt vor uns, sage ich mal, und dann in mein Bett kommt und sich an mich kuschelt und so, wo er dann auch im Bett liegt, dass er dann sagt, ey, nee, komm, und ey, nee, weg, und hier, und er hat selber zu mir gesagt, ich guck dich dann an und ich denke, du denkst, ich bin Pädophiler. Das hat er gesagt? Ja, das hat er mehrmals gesagt. Also er denkt jedes Mal, selbst wenn sie sich bei ihm auf den Schoß setzt und ihm ein Begrüßungsküsschen gibt oder was weiß ich nicht, er sagt zu mir, er guckt mich an und ich würde denken, er wäre ein Pädophiler. Oder ist er, das bringt ja jetzt noch einen ganz anderen Aspekt in die Überlegung hinein. Oder ist er einfach extrem verspannt und unsicher, dass du das eventuell denken könntest und deshalb er sich gar nicht ganz normal dem Kind öffnen kann. Du weißt, Domian, ich habe etliche Freunde, weißt du, und die auch keine Kinder haben, aber keiner ist so verkrampft gegenüber meiner Tochter. Und wenn er herkommt, dann ist das so, ich denke mal so, er wird total steif, weißt du, so. Und sofern meine Tochter ihn dann berührt oder hier und da, sein Blick wandert zu mir, denkt bloß nicht, dass ich pädophil bin. Aber das kommt dann auch. Merkwürdig, finde ich. Also so merkwürdig, dass ich fast gerade eine Sekunde gedacht habe, ist das vielleicht wirklich? Und lässt es nur und will es und bekämpft das und ist deshalb so verspannt. Genau, und das ist meine Überlegung. Also meine erste Überlegung war natürlich als Entschuldigung für ihn, entweder hat er in der Kindheit was ganz Schlechtes jetzt durchgemacht, oder er hat wirklich irgendwo den Drang dazu. Und ich bin echt mittlerweile so weit, dass ich diese Beziehung cancel, dass ich sie aufgebe. Weißt du, lass uns mal sagen, wenn er wirklich, ich meine, da muss man vorsichtig sein mit diesen Unterstellungen, wenn er wirklich diesen Drang hätte und das aber irgendwie im Griff hat, ist es ganz schlimm für dich. Wenn er diesen Drang aber nicht hat und einfach nur so verkrampft und abweisend deiner Tochter gegenüber ist, ist es auch ganz schlimm für dich. Ne? Ja, natürlich. Also letztendlich musst du einen Partner haben, der deine Tochter akzeptiert und sie auch lieb hat. Punkt aus. Mhm. Ne? So ist es. Ich habe bloß einfach Angst, dass ich irgendwo
mit jemanden oder anderen an jemanden geraten bin, der mit Kindern überhaupt nichts zu tun haben wollte, aufgrund seiner Aussagen, aufgrund seiner Reaktion, dass er doch wahrscheinlich in diese Richtung tendiert. Also mich macht auch, das muss ich dir schon offen sagen, stutzig, dass jemand das so aus heiterem Himmel heraus formuliert. Kein Mensch denkt doch im ersten Moment daran, wenn sich ein kleines Mädchen bei jemandem auf den Schoß setzt, dass derjenige, auf den dessen Schoß sie sich setzt, ein Pädophiler ist. Was für ein Quatsch. Genau, das habe ich ihm auch gesagt, dass ich hier Freunde habe, die auch mit Kindern nichts zu tun haben. Ja. Und trotzdem geht es locker flockig ab und man spielt miteinander. Und genau, die finden das total schön, wenn meine Kleine dann irgendwie auf die zukommt und die umarmt. Aber mein jetziger Freund ist so darauf fixiert irgendwo, jedes Mal, wenn meine Tochter auf ihn zukommt, was ich eigentlich auch total wichtig finde in einer neuen Beziehung. Also meine Meinung ist da wirklich, wenn ich du wäre, ginge ich auf Distanz zu diesem Mann. Also das wäre mir alles viel zu dubios und undurchschaubar. Ich ginge auf Distanz. Oder würde ihn so lange wirklich zwingen dazu, dass er spricht, was da los ist, dass du das verstehst. So kann man das nicht verstehen. Ich würde schon auch nochmal das Gespräch mit ihm suchen und ihm das auch wirklich klar machen. Sprechen kann ich mit ihm nicht, also weil... Ja, aber wenn das nicht geht, dann wäre mir mein Kind wichtiger. Aber ganz definitiv. Ja, das auf jeden Fall, weil ich habe ihn so oft darauf angesprochen und ich habe ihn so oft darauf gefragt, wie kann ein normaler Mensch... Ich möchte mal, dass meine Psychologin das noch einschätzt und dir noch ihre Meinung sagt. Mhm. Ja, dann legst du mal auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay. Ja, so machen wir es. Alles Gute. Gut. Tschüss. Okay, tschüss. Helma, 57 Jahre alt. Hallo Helma. Guten Abend. Ja, ja, guten Abend. Dein Thema? Mein Thema ist dieser Feiertag, der jetzt eigentlich abgeschafft werden sollte. Ja. Der Nationalfeiertag. Der aber jetzt doch nicht abgeschafft wird. Der jetzt nicht abgeschafft wird, Gott sei Dank. Herr Müntefering hat ein Machtwort gesprochen. Ja, mal wieder. Heute ja, mal wieder. So und morgen so. Aha, du bist auch dafür, dass wir diesen... Ich bin dafür, dass also ein Gedenktag bleiben muss. Bin ich deiner Meinung? Der also darauf hinweist, also ich wohne hier in der Nähe der holländischen Grenze. Mhm. Und die Holländer, die feiern am 5. Mai den Befreiungstag. Da darf man sich als Deutscher nicht sehen lassen. Mhm. Nicht? Aber die halten dran fest. Mhm. Die Franzosen halten dran fest. Ein Heiligtum. Die Amis halten dran fest. Ganz genau. Ja. Ja. Ich finde auch das eine ganz, ganz seltsame Idee von Herrn Eichel. Gerade wir, die dieses Volk, dieses Land, das so bitter gelitten hat an der Teilung, dass man diesen Tag, wo man endlich mal was Positives zu feiern hat, opfern wollte, finde ich. Ich war auch ganz empört und entsetzt, als ich das gehört habe. Ja. Ich bin eher dafür, dass man, wenn man jetzt schon einen Tag haben will, Pfingsten, den Montag, opfert. Das ist mir egal, aber da laufen die Kirchen ja storm. Ja, natürlich, ja. Aber zuerst hat es geheißen, es würde 500 Millionen Euro eingespart. Ja. Jetzt sind es 2 Milliarden. Ja. Bei der halben kann ich nur sagen, die steht oben als Glaskuppel, als unnütze Glaskuppel auf dem denkmalgeschützten Reich. Ja. aber sie sieht schon sehr gut aus. Sie sieht gut aus, aber das ist ein Denkmal, was eigentlich nicht verändert werden darf. Das machen wir jetzt nicht mehr rückgängig. Nein, das weiß ich. Mhm. Nicht? Aber was viel schlimmer ist, das ist ja das, was heute in Braunschweig passiert ist. Also da lasse ich jetzt, also will ich da nicht von anfangen. Was ist in Braunschweig passiert? Habt ihr das nicht gehört, dass ein 12-jähriger Doch. Vater und Mutter... Ja, ich wusste nicht, ob das in Braunschweig war, das habe ich gehört, ja. Ja. Ein 12-jähriger Vater... Professor Dr. Matt Dr. Inc. Mhm. Der, also ein 12-jähriger hat Vater und Mutter erschossen und sich selbst dann und auch schwerst verletzt. Ne? Also fast tödlich verletzt. Aber er lebt, der Junge, ne? Der Junge hat bislang überlebt. Mhm. Weißt du, warum er das gemacht hat? Ja. Ich habe es nur grob in den Nachrichten gehört. Der Vater wollte ihn in ein Internat stecken. Ach so. Mhm. Und der Vater hat wahrscheinlich zu große Erwartungshaltung an den Sohn gehabt. Mhm. Und da ist der arme Kerl durchgedreht. Schlechte Noten in der Schule. Ja, eine schlimme Tragödie. Ja. Ganz, ganz furchtbar. Nicht in der besten Gegend Braunschweigs. Also, das nehmen wir mit großem Bestürzung und mit Bedauern zur Kenntnis. Und ich nehme nochmal zur Kenntnis, dass du ein Verfechter des Nationalfeiertages bist, des 3. Oktober. Wir reichen uns die Hand und sind froh, dass wir den Tag behalten. Ne? So? Und würde man wahrscheinlich auch noch den Rechtsradikalen zuspielen, wenn man diesen Feiertag fallen ließe. Mhm. Mhm.
dass die dann sich beschweren und sagen, die Deutschen halten nicht mal ihren Feiertag hoch. Ja, ja. Nicht? Aber so, aber nun gab es ja aus allen Parteien, vor allen Dingen auch aus den Grünen, aus der Grünen Partei, was mich sehr gewundert hat, und auch vom Bundespräsidenten gab es ja Kritik und nun ist alles wieder gut. Wieder in Butter. Ja, genau. Lieber Helmer, danke für deinen Anruf. Ja. Alles Gute. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Danke. Und deinem Team im Hintergrund auch. Das ist sehr lieb von dir. Danke. Ja, tschüss. Danke, tschüss. In der Technik war heute Nacht Ove Petersen. Und nochmal der Hinweis auf morgen. Jasmina Filali ist mein Stargast, morgen mein prominenter Gast. Um 23.45 Uhr im WDR-Fernsehen. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet. Wenn ihr gerne die Jasmina etwas fragen wollt, wenn ihr euch mit ihr unterhalten wollt, dann könnt ihr anrufen. Oder ihr könnt natürlich jetzt schon und den ganzen Tag über oder die ganze Nacht über mailen unter domian@wdr.de. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und wir sehen uns dann morgen um 23 Uhr. 45, hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao. Zwei Uhr. Berlin. Bundesfinanzminister Eichel ist verärgert, dass der Tag der Deutschen Einheit nicht auf den ersten Sonntag im Oktober verlegt wird. Der